grüße Sie. Zum Wohl. Heute, Sie sehen's, soll es um den Hut gehen. Ich habe es lang vor mir hergeschoben und bin oft danach gefragt worden, insbesondere von jungen Männern, was ein gutes Zeichen ist. Denn das bedeutet, man hat wieder Interesse daran, sich vernünftig zu kleiden. Woher kommt überhaupt die Frage, wie trägt man heute richtig Hut? Das sind zwei Dinge. Erstens, scheinbar kennen die jungen Leute wieder Filme aus den 20er bis 50er Jahren. Und zweitens, also, was folgern Sie daraus? Die Männer dort sehen schnieke und solide aus. Kann man das nicht wiederholen? Und zweitens, die wenigen Männer, die heute auf der Straße Hut tragen, gehören nicht zu denen man sich ästhetisch anschließen will. Das heißt, es scheint irgendwie eine Diskrepanz da zu sein. Diejenigen, die man mit Hut in der Realität sieht, sind nicht die, denen man folgen will. Und diejenigen, die man in den alten Filmen sieht, die würde man gern kopieren. Warum kriegt das keiner so richtig hin? Und die Frage wollen wir heute beantworten. Was sind also die Voraussetzungen dafür, dass man Hut tragen kann und gut dabei aussieht? Und man sich nicht die Frage stellen muss, wie viele Flaschen hat er heute schon intus? Prost. Wir wollen uns zunächst gar nicht mit den Hüten selber befassen, die sind erstmal nur Dekoration, sondern es gibt ein paar Voraussetzungen zu bewältigen. Das erste ist, ganz simpel, Sie brauchen eine Hutfrisur. Es gehen nicht alle Frisuren. Sie brauchen an der Seite etwas weniger Haare und am Hinterkopf. Ganz einfach deshalb, weil der Hut natürlich einen gewissen Umfang hat. Und das soll schon erstmal vernünftig abschließen. Das ist aber nicht der Hauptgrund, sondern wenn Sie dann Hut aufhaben, dann soll hier unten aus der Krempe sollen nicht die Haare rauswuchern, sondern soll vernünftig aussehen. In den 20er bis 50er Jahren hat einen solchen Haarschnitt niemand gehabt, wo das passiert wäre. Also, wenn Sie diese Zeit kopieren wollen, brauchen Sie den entsprechenden Haarschnitt. Wenn Sie jetzt sagen, naja, Wagner oder Liszt, die hatten doch auch keine Frisuren dafür. Ja, in der Mitte des 19. Jahrhunderts hat man auch wenig Hut getragen. Also Wagner sehen Sie höchstens mit einem Renaissance-Barett und das war's. Ja, vielleicht noch mit einem Zylinder, aber das ist eben selten. Ja, das heißt also, in Zeiten, wo Hut getragen wird, haben die Männer relativ ähnliche Haarschnitte, nämlich an der Seite und hinten verhältnismäßig wenig. Obendrauf können sie ein bisschen was haben. Es darf natürlich nicht allzu viel sein. Ein bisschen was geht unter den Hut, aber nicht übermäßig viel. Und wenn kein Hut getragen wird, dann denkt man sich irgendwelche extravaganten Frisuren aus. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Sie müssen rasiert sein. In den 20er bis 50er Jahren hat man sich hauptsächlich komplett rasiert. Alles, was es gab, war maximal ein Schnauzer. Schon der Gamsbart ist da selten. Das ist schon eher 19. Jahrhundert. Nun ist es so, dass man um die Jahrhundertwende herum durchaus auch Hut getragen hat, andere Modelle, und aber Vollbart trug. Das ist aber nicht das typische Bild, was Sie haben von einem Hutträger. Diese Bilder kennt kaum jemand, diese Fotos. Sondern was die Leute alle kennen, das sind diese Hollywood-Schauspieler oder auch europäische Schauspieler und schlicht jeder, der in den 20er bis 50er Jahren außer Hauses gegangen ist. Da hat man typischerweise Hut getragen oder 80% der Männer haben es getan. Ja. Das heißt, sie müssen im Wesentlichen rasiert sein. Und dann das Hauptsächliche, deswegen habe ich heute auch einen kompletten Anzug an. Sie müssen Anzug tragen. Da führt kein Weg vorbei. Wenn Sie sagen, ich möchte gern Hut tragen, aber ich bin kein Anzugstyp, dann kann ich Ihnen sagen, vergessen Sie es. Das wird nichts. Ja? Jeans und Lederjacke, da sind Sie auf dem richtigen Weg, um zum Clown zu werden. Warum? Weil es weder das eine noch das andere im Straßenbild der 20er bis 50er Jahre gegeben hat. Das ist ganz klar. Lederjacken gab es nur bei der Marine und bei der Luftwaffe. Aber nicht im Stadtbild.
sondern wenn in diesem Zeitraum ein Mann vor die Tür ging, dann hatte er einen Anzug an. Praktisch vollkommen egal, welcher Schicht er entsprungen ist. Das heißt, Sie müssen Anzug tragen. Und zwar, deswegen habe ich ja auch einen ganz einfachen dunklen Anzug, einen zurückhaltenden Anzug. Nicht irgendwas wahnsinnig Gestreiftes oder gar Kariertes, keine abgefahrenen Farben, nicht irgendwas strahlend Blaues oder Beiges, sondern ganz zurückhaltend. Das Sicherste ist einfach ein dunkler, ein Anthraziter. Man sagt so im Volksmund, ein schwarzer Anzug, die sind nicht wirklich schwarz. Sie können natürlich auch einen mittelgrauen Anzug anziehen, also gerade wenn Sie einen grauen Hut haben, ist das auch ganz nett. Aber das Einfachste ist, den Anzug, den ohnehin jeder, wenn er sich einen Anzug kauft, als ersten kauft, einen dunklen. So, das muss kein Dreiteiler sein, aber das hilft. Warum? Weil es etwas formaler ist. Und diese Formalität, die wollen Sie jetzt weiter durchziehen. Warum? Weil die erste Voraussetzung fürs Huttragen ist, dass Sie alles andere zurücknehmen. Der Hut ist nämlich nur das i-Tüpfelchen auf der Herrengarderobe des frühen 20. Jahrhunderts. Und genauso wie eine Dame, die ein Abendkleid und Brillanten trägt, keine Sneaker anziehen kann, sondern sich so zum Clown macht, genauso können Sie nur, wenn Sie die hohe Formalität der normalen Kleidung eines bürgerlichen Herrn des frühen 20. Jahrhunderts haben, dann auch das i-Tüpfelchen setzen, nämlich den Hut. Und Sie müssen sogar noch formaler werden, als man das in den 20er, 30er Jahren war, weil Sie gerade keine Aufmerksamkeit durch irgendetwas anderes zusätzlich auf sich ziehen wollen, als durch den Hut. Während es früher völlig normal war, dass Hut getragen wurde, ist das eben heute nicht der Fall. Das heißt, der Hut, wenn Sie ihn aufsetzen, ist schon Auszeichnung genug. Das ist schon Besonderheit genug. Da wollen Sie nicht noch an anderen Stellen auch besonders sein, mit irgendeinem flamboyanten Einstecktuch und einer Boutonniere und ausgefallenen Manschettenknöpfen und farbigen Socken und was es dann noch alles gibt. Es wäre der falsche Schluss zu sagen, weil ich was Besonderes auf dem Kopf habe, muss ich den Rest auch besonders gestalten. Nein, andersherum. Weil Sie schon die Besonderheit auf dem Kopf tragen, nehmen Sie sich in allen anderen Dingen zurück. Und wenn Sie das beachten, dann wird es auch nicht merkwürdig und auch nicht clownesk. Ja, denn es geht dann in Richtung Dandy, wenn Sie sich zu sehr aufputzen. Ich würde generell sagen, das sollten Sie nicht tun. Ja? Also auch in so einem Anzug bekomme ich Komplimente. Weil die Leute sagen, ist irgendwas Besonderes? Sie sehen so schnieker aus. Nein, lese nur Zeitung. Also ganz wichtig, Sie nehmen alles zurück. Nichts Herausragendes, denn der Hut ist die Besonderheit, die Sie tragen. Und genau das werden Sie auch sagen, na, das sieht ja vollkommen langweilig aus. Wenn ich aber jetzt den Hut nehme, dann sehen Sie sofort, das ist genau der Anblick, den Sie haben wollen. Das sind die 20er bis 50er Jahre. Und ich habe dazu fast nichts gebraucht. Aber ich habe mich zurückgenommen. Das gilt im Übrigen auch für die Schuhe natürlich. Schwarze Schuhe. Ja, am besten natürlich Captor Oxfords. Sie können natürlich auch Darbys nehmen. Sie können auch einen Half-Broke und einen Full-Broke nehmen. Ist keine Frage. Aber schwarz. Formal. Zurückhaltend. Solide. So, meine Herren. Sie sehen, ich trage einen leichten Mantel, denn das ist der Normalfall des Hutes natürlich. Den tragen Sie von September bis April vielleicht, gerade den Filzhut, um den geht es uns ja in erster Linie. Er ist natürlich auch dafür da, dass Sie nicht so viel Wärme verlieren über den Kopf. Nicht? Sie werden ihn also tendenziell in der kälteren Jahreszeit tragen. Und da wirkt er auch noch deutlich besser, weil Sie natürlich den Kopf ein wenig vergrößern mit einem solchen Hut. Und das ist ganz gut, noch eine Lage über dem Körper zu tragen, sodass also keine Imbalancen auftreten zwischen zu großem Kopf und zu kleinem Körper. Das heißt nicht, dass Sie einen Hut nicht auch einfach zum Anzug tragen können, aber
Es ist vollkommen klar, dass das der üblichere Anblick ist und sicherlich auch die Zeit, in der sie ihn hauptsächlich tragen werden. Nicht? Sie sehen, das wirkt sehr natürlich. Wenn ich jetzt noch einen drüber ziehe, also was ist das eigentlich für ein Mantel, was Sie eben heute so kaufen können? Eigentlich viel zu kurz. In den 20er bis 50er Jahren hat man längere Mäntel getragen. Das ist auch vom Schnitt her älter, also das ist hier ein NVA-Mantel. Kann ich Ihnen nur empfehlen, weil Sie ganz ausgezeichnet Ihre Größe raussuchen können mit verschiedenen Längen, Schulterbreiten und auch Taillierungen. Das bekommen Sie sonst nur beim Maßschneider. Ja. Und dann ist auch die Imbalance, die sich vielleicht ergibt, wenn Sie also nur Anzug und Hut tragen, wieder ausgeglichen. Zurück, damit Sie den Unterschied sehen. Nicht? Sie sehen, ein Mantel akkomplimentiert einen Hut besonders gut. Insbesondere, Sie sind ja auch angezogener, heißt das ja. Nicht? Das heißt, zusätzlich Schal und Handschuhe sind ohnehin günstig. Sie haben vielleicht gesehen, das ist ja ein gewissermaßen ein grauer Mantel, aber Sie sehen kein Zivilgrau. Gegen das Zivilgrau des Hutes ist es grün. Das heißt, wenn Sie einen solchen Mantel tragen, dann ist es vielleicht besser, Sie, weil ich es wirklich empfehlen kann, dass Sie einen NVA-Mantel sich kaufen. Das ist billig und sind Sachen, die Sie sonst für 1.000, 2.000 Euro von italienischen Designern bekommen. Das ist dann auch nichts anderes. Nicht? Also wenn Sie dann, da müsste jetzt natürlich auch noch ein Schal dazu, dann haben Sie dieses Problem der leicht veränderten Farbe nicht. Es gibt auch, den hole ich jetzt nicht raus, es gibt auch Polizeimäntel aus den 60er, 70er Jahren, die sind so ähnlich und dunkelblau meistens, aus allen möglichen Bundesländern. Die sind dann nochmal deutlich schwerer. Auch die funktionieren natürlich dann eher mit Grau vermutlich. Also das ist das Haupteinsatzgebiet des Filzhutes mit Handschuhen, Schal und Mantel. Aber selbstverständlich können Sie ihn zu jeder Zeit tragen. Und wenn Sie sich noch einen Panama-Hut hinzunehmen, dann ohnehin, den Panama-Hut können Sie natürlich auch ohne Anzug tragen, wenn Sie in kurzen Hosen und kurzen Hemd tragen. Der ist ja durchaus akzeptiert und relativ weit verbreitet. Die große Frage, die jetzt bleibt, ist, wie kommen Sie zu einem solchen Hut? Und diese Frage ist deutlich komplizierter, leider nicht so einfach wie das bisher Gesagte. Bisher war es ganz einfach. Dunklen Anzug, relativ klassisch, so klassisch wie es eben heute geht. Und schon sind die Voraussetzungen gegeben, weißes Hemd, zurückhaltende Krawatte. Beim Hut wird es schwieriger. Denn diese Hüte, die ich hier aufhatte, die gibt es heute nicht mehr. Das hier ist beispielsweise ein 80 Jahre alter Hut, der zwischen 1934 und etwa 1940 hergestellt wurde, ein Emerson Fifth Avenue, New York. Das ist ein 50er-Jahre-Hut. Da geht die Qualität schon ein klein wenig zurück, aber es ist immer noch guter Filz. Es handelt sich aber nicht so sehr um die Qualität. Also das hier sind Homburger, die habe ich Ihnen nur hingestellt, damit Sie sehen, dass es auch so etwas gibt. Ich kann Ihnen das nicht empfehlen. Die hauptsächliche Assoziation, die Sie bei Homburgern haben, ist Konrad Adenauer,
50er Jahre. Ich glaube nicht, dass sie diese Assoziation haben wollen. Das ist ein 50er Jahre Homburger. Also woran sehen Sie das? Das sind halt hier diese umgebärtelten Krempen. Und das ist ein 30er Jahre Homburg, ebenfalls von Emerson, in Grau. Da sehen Sie, die Krone des Hutes ist deutlich höher. Aber ich kann es nicht empfehlen, weil es eben nicht der typische Hutträger der 20er, 30er, 40er, 50er Jahre ist. Also in 50er Jahren vielleicht schon, aber nur deshalb, weil die meisten schon keinen Hut mehr getragen haben. Was sie also letztlich wollen, ist so ein Hut, das heißt ein Fedora. Und da in erster Linie eigentlich einen grauen, im Grunde gibt es keinen Unterschied zu dem schwarzen, aber sie sehen schon hier, dass sie die Form des Hutes, die ja sehr schön ist, durchaus bei Grau deutlich besser sehen. Und außerdem haben sie natürlich mit dem schwarzen Hutband gleichzeitig einen gewissen Kontrast, der aber nicht etwa irgendein lächerlicher farblicher Kontrast ist, sondern überall funktioniert, weil es eben nur grau und schwarz ist. Jetzt müssen wir uns aber fragen, wie kommen Sie an so einen Hut ran, wenn Sie nicht gerade das Glück haben wie ich, dieses wunderbare Stück für gerade mal 20 Euro erstanden zu haben. Und das ist nicht ganz einfach. Insbesondere, weil Sie hauptsächlich vermutlich nach gebrauchten Exemplaren Ausschau halten werden müssen, müssen wir uns fragen, was sind die besonderen Eigenschaften dieses Hutes, damit Sie es auch erkennen. Denn es gibt sehr, sehr viele Hüte im Angebot, auch gebraucht, die aber nicht das sind, was Sie wollen. Und deswegen müssen wir uns damit etwas genauer befassen.